Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, meine Freunde. Ich befinde mich hier kurz vor Eintritt in Vault 114. Denn ich bin hier auf der Suche nach Nick. Dem guten Nick Valentine. Und dazu müssen wir rein in den Vault. Und alles durcharbeiten. Und das will ich heute noch erledigen. Und anschließend wird dann in Diamond City alles gemacht. So, ich brauche meine Waffe. Dogmeat, das ist keine gute Idee. Auf geht's. Verdammt nochmal. Ich hasse es, wenn sie die Tür aufmachen. Warum ist das Ding nur so laut? Hallo? Bist du das, Skinny? Dada! Wo kam das denn her? Was das? Der Boss sagt Hallo! Jetzt werden wir sie bitte beschleunigen. Ah, den muss ich entsperren. Leute. Das fängt ja gut an. Ja, was ist jetzt? Hallo. Wie schön. Wie gesagt, es fängt gut an. So. Nämlich überhaupt nicht. Kann schon nicht mal ein Schloss knacken heute. Was ist denn heute? Wie gesagt, es fängt schon wieder gut an. Oh, was haben wir denn hier? Gut erhaltenes Zigarettenpäckchen. Runaway! Vault-Tec Terminal? Ah! Nach vielen Monaten der Vorarbeit freuen wir uns sehr, die technischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter im neuesten Komplex der Vault-Tec-Familie begrüßen zu können. Vault 114. So wie Sie wollen wir möglichst bald mit dieser neuesten Unternehmung beginnen. Aber noch sind wir nicht so weit, dass wir die große Zahnradtür für die neuen Bewohner öffnen können. Ihnen ist vermutlich aufgefallen, dass wir hier für die Bauarbeiten externe Hilfe angehört haben. Das liegt an den Besonderheiten der Lage. Durch die Verwendung der ehemaligen Park Street U-Bahn-Station verringern wir nicht nur die Dauer der Arbeiten, sondern auch die Kosten. Zudem eignet sich diese Lage perfekt für die Beobachtungsstudien dieses Vault, zu dem wir später ein eigenes Memorandum verschicken werden. Bis zur Fertigstellung werden sich aus diesem Grund allerdings auch zahlreiche Zivilisten in diesem Bereich aufhalten. Es ist an Ihnen, die Sicherheit von Vault 114 gewährleisten und das Experiment von neugierigen Blicken zu schützen. Der Feind hört mit. Und sorgt so für Ihre Entlassung und eine mögliche strafrechtliche Verfolgung. Süß, so wie sie das formulieren. Nochmals herzlich willkommen, Vault-Tec Management. So, privat, nur für die Wissenschaftsabteilung. Dieses Memorandum ist nur für die Mitglieder der Vault 114 Wissenschaftsabteilung und für Personen mit entsprechender Freigabe bestimmt SL4 oder höher. Alle anderen müssen dieses Terminal sofort verlassen und den Verstoß dem Aufseher oder einem Mitglied der Vault-Tec-Sicherheit melden. Vielen Dank. Sozialwissenschaftsabteilung ist gleich. Wie bereits in Ihrer Einweisung erwähnt, ist Vault 114 für hochrangige Mitglieder der kommunalen und der Staatsregierung, lokale Stars und Geschäftsleute sowie deren Familien bestimmt. Die zukünftigen Bewohner wissen, dass sie nur mit anderen Mitgliedern von Bostons Oberschicht zusammenwohnen werden.
Allerdings wurden diese Annehmlichkeiten dieses Walls den zukünftigen Bewohnern stark übertrieben dargestellt. Mehrere Familien werden zufällig ausgewählt, zusammen mit in einem Ein-Zimmer-Apartment leben und wohnen müssen. Speiseräume und Badezimmer werden gemeinsam genutzt. Die Ausstattung ist minimal. Zudem suchen wir derzeit Kandidaten für den Position des Aufziehers. Unser Ziel ist es, jemanden auszuwählen, der keine Erfahrung in leitenden Positionen hat und dem Autoritäten möglichst kritisch gegenübersteht. Die Personalabteilung hat gemeldet, dass es mehrere passende Kandidaten gibt. Indem wir den Bewohnern den Luxus und die Macht nehmen, die sie an der Oberfläche besaßen, können wir hoffentlich ihre Reaktionen in belastenden Situationen beobachten. Vermeiden Sie es daher unbedingt, die Autorität des Aufsehers während des Experiments zu untergraben. Selbst oder gerade dann, wenn das zu physischen Beeinträchtigungen, Bloßstellungen und Verletzungen bei den Bewohnern führen könnte. Vielen Dank, Vault-Tec Management. Also sehr, sehr verrückt, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe diesen Vault-Tec Computer. Ah, ich habe einen Vault 114 Anzug. War das jetzt der einzige? Ich habe jetzt dieses zum ersten Mal. Ah, und noch ein Vault 114 Anzug. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Bin ich ja auch das erste Mal drin. Ja, ich schaue mich heute im Rahmen des Let's Plays. Schaue ich mich natürlich jetzt auch genauer um. Ich bin sonst immer gleich hier weiter, schnell, schnell, bumm, balla, balla. Aber hier gibt es ja kein balla, balla, dafür sorgen wir. Wir wollen schon das bisschen genießen. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Moment. Was zum... Ja! Es ist zwar absoluter Schmarrn, was der da redet, aber ist ja egal. Egal. So, Plasmakartusche, die können wir so mitnehmen. So, haben wir sonst irgendwo was drinnen? Jo. Okay, hier ist dann eher nichts. Alles klar. Weiter geht's. Schauen wir hier. Nein, hier ist dann nichts. Wie schaut's hier drüben aus? Auch nichts. Okay, weiter geht's. So, jetzt wechseln wir mal auf das Scharfschützengewehr. Halt, stopp. Der kommt jetzt gleich oder dreht er um? Was ist jetzt? In welche Richtung gehst du? Ah, da unten ist auch einer. Dann liegt. Jetzt geht's. Der geht da auch. So. So, der erste ist erledigt. Ein legendärer. Ja, ja, ist ja gut. Ja! Das bezweifle ich. Kopf, 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 Kopf. Ein Revolution.
Revolutionsschwert, cool. Hä? Habe ich da tatsächlich wieder welche übersehen? So. Da hinten ist einer. So, der erste. Dogmeat ist hier. Ah, da ist er. So, das war's. Okay. So, jetzt machen wir uns auf den Weg. So. Jetzt tun wir schnell die restlichen Sachen hier alles komplett rausnehmen. Die ganzen Leute, die brauchen ihre wunderschöne Kleidung nicht mehr. Wunderbar. Das gehört alles mir. Das braucht sie alles nicht mehr. So, da ist der nächste. Schauen wir uns nochmal hier um, ob hier irgendwas noch Interessantes ist, was ich mitnehmen kann. Nö, schaut nicht so aus. Bis auf ein paar Benzinkanister. So, Munition nachladen. Jo, meine 50 mm geht jetzt wirklich langsam. Meine 50 mm geht jetzt wirklich langsam zur Neige. Ich muss jetzt unbedingt schauen, dass ich was anderes dann als Munition wähle. So, jetzt gehen wir... nein, hier springen wir jetzt noch nicht runter, weil hier gibt es noch viel zu viel Zeug. Dann brauche ich nämlich nicht nochmal hierher kommen. Aha, 5 mm. Okay. Haarklammerbox. So, was haben wir sonst noch? Hier. Okay, Moment. Gehen wir außen rum. So, hier nehmen wir den mit. Ah, da ist auch noch was. Okay. Auf geht's. Speichern. Und runter. So, Moment. Was haben wir jetzt hier? Den müsste ich, glaube ich... Ah ja, genau. Das ist das Gleiche. Genau. Das ist das Gleiche wie am Anfang. Wie gesagt, ich konnte mich nicht erinnern. Am Ende war es dann doch das genau gleiche. Auf geht's in Vault 114. Auf der Suche nach Nick Part 2. Der gute Nick Valentine. Sehr interessanter Charakter, macht auch Spaß mit ihm zu spielen. Das wird auf jeden Fall sehr spaßig. Aber ich werde trotzdem erstmal mit meinem Dogmeat weiterziehen. Aber erstmal gilt es, ihn zu befreien, den guten Nick. So. Also. Nehmen wir, schauen wir erstmal, ob wir hier irgendwas haben. Aufbereitetes Wasser können wir immer gebrauchen. So. Jetzt halt die Waffe tun wir wegstecken. Müssen wir vorsichtig. Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weiter, Fleischklops.
So hat Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Tatsächlich? Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Mieser, kleiner Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. Dreimal durchgestrichen? Im schwarzen Buch? Aber... Oh nein. Das muss ich gerade biegen. Und zwar schnell. Was? So. Den Hammer. Hey, du da. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf. Okay, noch nicht. Du musst das Terminal da hacken, um die Tür zu öffnen. Ja, ja. Geduld. Wir haben Zeit. Auf meiner Seite ist kein Schloss. Du musst das Terminal bei der Tür verwenden. Das mache ich doch auch. Aber nicht jetzt, Nick. Geduld heißt die Devise. Du bist schon so lange eingesperrt. Da macht's jetzt, kommt's jetzt alle auf ein paar Minuten alle drauf an. Glaub's mir. So, hier ist dann erstmal nichts. Fusionszellen. Hä? So. Ah, hier ist wieder Zeug. Hier ist gutes Zeug. Gutes Zeug, gutes Zeug. Kann man alles gebrauchen. Halt, die Ordner können wir auch mitnehmen. Dogmeat, du bist gerade im Weg. So. Ja, ja, jetzt tun wir jetzt. Jetzt holen wir uns erstmal alles, was da ist. Dann haben wir es nachher wenigstens ruhiger. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Dass der Weg mich hier gleich darunter führt. Aber ist gut. Ist gut. Wie gesagt, dann habe ich nachher wenigstens meine Ruhe. So kann man es natürlich auch machen. So, jetzt haben wir das. Okay, dann deine hier. So. Huch, da ist noch was. Noch mehr? Nö, schaut nicht danach aus. Okay. Ja. Gut, gehen wir wieder hoch. Ah, habe ich noch was übersehen. So, okay, ich glaube jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Dann tun wir den Kollegen mal befreien. Nö, da ist noch ein Werkzeugkasten, habe ich übersehen. Was hab ich denn heute? Ja. Bitte Nummer ziehen. Nein, ich will's überbrücken.
ein strahlender Ritter. Aber die Frage ist doch, warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Was bist du? Wie gesagt, ich bin Detektiv. Klar, die Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich vertrauenerweckend, aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Moment interessiert mich nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Mein Sohn, Sean, ist verschwunden. Er wurde entführt. Aber ich weiß nicht von wem oder wohin. Ein entführtes Kind, ja? Dann bin ich genau der richtige Mann, wenn auch am falschen Ort. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Na gut, dann lassen wir Nick mal seine Arbeit machen. Wir folgen Malones ihm. Malones Leute hier waren früher kleine Gauner, die von größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist. Aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versteck. Bevor ich jetzt irgendwas hier Falsches mitnehme. Aber die Sprachwackelpuppe, genau, die kann ich ohne Probleme mitnehmen. Ja. Alle Händler haben dauerhaft 100 Kronkorken mehr zum Handeln. Perfekt. Die können wir nehmen. So. Nehmen. Willkommen, Mitarbeiter. So, willkommen Aufseher. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und der Wechsel in die neue Position ist für Sie problemlos verlaufen. Wir nennen Sie zum Aufseher. Ist aufgrund Ihres folgenden Abschneidens in unserem Auswahlverfahren zustande gekommen und wir alle hoffen, dass Sie die in Sie gesetzten Erwartungen erfüllen können. Machen Sie sich ja bitte keine Gedanken, denn wir haben Sie aufgrund Ihrer natürlichen Stärken, Ihrer Führungseigenschaften und Ihrer einzigartigen Persönlichkeit ausgewählt. Wir glauben, dass Sie perfekt dafür geeignet sind, um diesen Vault in eine neue Welt zu führen, die der Atomkrieg mit sich bringt. Also keine Sorge. Entscheiden Sie einfach nach Gefühl, dann wird schon alles klappen. Viel Glück. Ja, ja. Das ist genau das, was Sie nicht haben wollen. Viel Glück, sondern Sie haben schon genau gezielt, was die da eigentlich machen wollen. Naja. Okay, geht's los. Folgen wir Nick. Damit wir wieder rauskommen aus diesem Vault. Moment. Da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Er muss doch nur nach den Gefangenen sehen. Wofür braucht er denn bitte so viel? Hey, Valentine. Möchtest du das wirklich hier unten machen? Wo an jeder Ecke diese menschlichen Kakerlaken lauern? Na gut. Dann erledigt. So. Keine Sorge, ich schwitze auch nicht. So, wo ist... Hier muss doch auch noch irgendwo einer liegen. Ah, da hinten qualmt's. Da hinten qualmt's. Und hier qualmt's auch. Okay. Los geht's. Die harte, laute Tour, was? Nun, solange es klappt. Das arme Schwein, das hier putzen darf. Ja, Nick, das ist aber, glaub mir, das ist nicht dein Problem. Das ist alles nicht dein Problem. So. Was aber dein Problem ist, dass du hier warten musst. Ich muss mich erst hier umschauen. Ich habe kein Interesse, danach nochmal herzukommen. So.
Dies laden wir gleich wieder neu. Oh, schöne Toilette. Aber hier. Gutes Abraxo. So. Da ist nichts mehr. Und raus. Okay. So. Ah, da ist noch ein Mülleimer. Den können wir auch noch gleich mitnehmen. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Das erwarte ich doch. Dafür bist du ja hier. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Wer? Lass uns das! Jetzt hast du ein Problem. Was zum... Sind hier irgendwo. Scheiße. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Ah ja, ich bin schon wieder voll. Aha. Das bezweifle ich. Verabschiede dich schon mal. Bist wohl noch nicht ganz erledigt, was? Hey. So, Moment. Jetzt tun wir die Sachen... nicht das Scharfschützengewehr. Das Revolutionsschwert. Und den Baseballschläger. So, dann die ganzen Klamotten. Ja. So, auf geht's. Schau mal, wer du da ist. Du musst das nicht tun. Hä? Moment. Jeder überlebte Kampf. Du hast dich mit den Falschen angelegt. So, wo zum Henker ist dieser verdammte... Wo ist dieses verdammte Radio? Ich will das ausschalten. Das ist mir... Du wirst einen prima Sündenbock abgeben. Geschafft. So, was haben wir jetzt hier noch? Ich hab hier ein nettes Paar Zementschuhe für dich. Schön für dich. Hoffentlich passen sie dir. Okay. Ah, ja. Also. Du hältst dauerhaft 5 Aktionspunkte dazu. Plus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du glaubst also, du hättest es drauf, was? Ich liebe Comic-Magazine. Was ich aber nicht liebe, ist dieses verdammte Radio. Ich werde dich erledigen und dann auf deine Leiche spucken. Schön, wenn du es probieren kannst. Ah, da ist es. Okay. Ich werde dich auslöschen. Ja, aber warum redest du die ganze Zeit so viel? Ich komme schon zu dir. Ich kümmere mich schon um dich. Geduld. Geduld heißt die Devise. Glaub's mir, du bist gleich tot. Das wär's.
Naja, sowas sollte man ja nicht. Was immer du austeilst, bekommst du doppelt von mir zurück. So. Ist zwar schade, dass ich das alles wegscrappen muss. Zeig mal, was du drauf hast, du harter Bursche. Aber das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Ich, wenn ich jetzt das jetzt durch die ganze gehe, durch die ganze umeinander schleppe. Weil ich das sowieso nicht irgendwo aufstellen werde. Dafür habe ich genug Mods. So, jetzt glaube ich. Halt, stopp. Einfach nur abschauen. Meine Herren, kann der auch mal was anderes sagen? Kann der auch mal nett, was Nettes sagen? Ich freue mich darauf, bald drauf zu gehen. Sowas in der Richtung, das wäre doch mal nett. Hätte dich nicht mit uns anlegen sollen. Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Vault gebaut? Ein Fitnesstrainer? Komm schon, Nick. Das machst du doch mit links. Verstecken? Was ist das? Ich hab... Alles in Ordnung. Also, was da hier Alkohol umeinander liegt, das ist schon mal... schon wieder gesperrt. Diesmal aufs erste Mal. Ja, das ist jetzt ein Meisterschloss. So, jetzt gehen wir ein Stück hier rüber. Jawohl, perfekt. Geschafft. So gefällt mir das gleich viel, viel besser. So, hier ist noch was drin. Sonst ist hier nichts. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Ja, der mag schon gefährlich sein, aber wir erledigen ihn trotzdem. So, jetzt sind wir hier auch. Okay. Schaut gut aus. Schaut hervorragend aus. Noch eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein. Na, dann öffne sie mal, dann kann ich mich hier währenddessen... Okay, sie ist offen. Aber ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Ja, ich gehe schon durch. Keine Sorge. Aber nicht Anmeldungsterminal? Ah, ja. Ordentlich eine Schlange bilden. Direkt Vault-Anzüge anziehen. Erst während der... Einführung Fragen stellen. Aha. Okay. Alles klar. Der ist schon durchgegangen. Nick, du bist zu schnell. Du bist viel zu schnell für mich. So, auf geht's.
Speichern. Hab ich? Waffe geladen, aber nicht mit genug Munition. Dann haben wir hier, die haben wir geladen. Die muss ich auch laden. Dann die laden wir auch. Okay, auf geht's. Los geht's. Los geht's. Was soll das denn? Du kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wär's besser weggeblieben, Niki. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wort habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Zeiten und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Dalla, hör zu. Du hast ein Zuhause, das auf dich wartet. Du musst dein Leben nicht mit diesen Ganoven wegwerfen. Ich... Du hast recht. Was mache ich nur hier? Ich habe mich damit reinziehen lassen. Dalla! Wo gehst du denn hin? Nach Hause, Skinny. Wo ich die ganze Zeit schon hätte sein sollen. Das war's mit uns. Ach komm schon, Niki. Erst kostet ihr mich Männer und jetzt kostet ihr mich auch noch mein Mädchen? Wir haben dir einen Gefallen getan, Hungerhaken. Dein Frauengeschmack war schon immer lausig. Jetzt, da sie dich nicht mehr aufstachelt, wirst du ja vielleicht vernünftig und lässt uns gehen. Du schuldest mir was für 2 Wochen im Loch. Du arrogantes, überhebliches Arschloch! Ja! Gut, ich zähle bis 10. Wenn ich dich dann noch hier sehe, lege ich euch beide um. Wir sollten besser von hier verschwinden. Und zwar schnell. 1. 2. Na, dann lass mal ihn doch. 3. Nö. 4. 5. Dö, den lasse ich nicht hin. Den lasse ich nicht. 7. Nur, 8, er soll den ersten Schuss machen. 9. 10. Wer ist da? Bisschen nachladen. So, was ist mit dir? Gibst du freiwillig auf oder muss man dich unbedingt erledigen? Und doch ein Schuss in den Popper. Gut gemacht, Doc Meat. Dein Arsch, dem geht bestimmt jetzt besser. So, jetzt trage ich wieder zu viel, aber das macht nichts. So, den nehmen wir auch gleich alles. Und dem guten Skinny Malone, der braucht sein Zeug auch nicht mehr. Und wir verlassen jetzt Vault 114 und gehen am Nick nach. So, Schlucki Wasser. Das gute Wasser. Jetzt muss ich noch kurz wieder warten, bis meine APs wieder aufgefüllt sind. Aber das war's. Nick ist gefunden. Und ich reise jetzt dann zurück nach Sanctuary Hills. Aber ich sehe schon wieder etwas, was ich wieder vergessen habe. So. Einen Bergbauhelm. So. Jetzt kriechen wir ein bisschen und jetzt gehen wir zurück. So, das war's. Nick ist gefunden. Nick geht's gut.
Und dann, das wollte ich nur schnell machen und dann werde ich wieder mir ein bisschen Zeit lassen, bevor ich wieder die Story weiterführe, weil das wäre jetzt dann wirklich zu schnell, wenn ich jetzt anfangen würde, der Story komplett zu folgen. Nee. In Diamond City gibt es genug Missionen. Außerhalb von Diamond City gibt es genug Missionen. Allein die Tatsache, dass ich noch genug Farbe finden muss und solche Spielereien. Ja, genau. Das muss ich dann auf jeden Fall machen. Genau. So, jetzt muss ich nur kurz warten, bis ich, bis das Ganze geladen ist. Ja, das ist das erste Mal, dass ich jetzt wieder im Ödland bin. Also in Diamond City. Und deswegen muss es natürlich etwas länger dauern. Das jetzt. Aber das ist schon okay. Das ist schon okay. Wie gesagt, es gibt zwar eine Mod, wo das Ganze noch schneller geht. Aber wie gesagt, ich habe einfach Bedenken, dass mein Spiel schon zerstört wird. Und dann muss ich vielleicht eventuell wieder alles von vorne machen. Das heißt, ein neues Let's Play mit euch. Ich glaube nicht, dass das so gut ankommen würde. Bin ich jetzt nicht so sehr überzeugt davon. Glaubt es mir. Also ich bin da kein Freund. So, jetzt ist es aber gleich. Jetzt ist aber Zeit. Kommt schon, Leute. Oh, was ist jetzt? Hallo. Jetzt haben wir es. Sieh nur. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Deine Sekretärin Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast deinen Sohn Sean erwähnt. Ist er verschwunden? Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. So. Abgeschlossen. Sei mein Valentine. Und auch abgeschlossen ist jetzt an dieser Stelle die Folge. Denn ich werde jetzt hier an dieser Stelle die Folge. Moment, wo bin ich hier gerade? Ja, genau. Ich werde jetzt an dieser Stelle die Folge beenden. Denn ich reise jetzt zurück nach Sanctuary Hills. Ich muss mich entleeren. So, Dogmeat, komm her. Hey. So, von dir nehme ich schon wieder alles. Dann brauche ich dich nachher nicht suchen. So, also meine Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich darf euch in einer neuen Folge begrüßen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gibt es dem Video einen Daumen nach oben, natürlich die Abo-Glocke und ein Abo abschließen, wäre natürlich super klasse und ich würde mich tierisch darüber freuen. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, ciao, servus und wir sehen uns dann im nächsten Video.